Willington und Furthermore und die Kerze im Fenster. London im Herbst, 1880. Der Herbst hat in London Einzug gehalten. Langsam fallen die Blätter von den vereinzelt am Straßenrand stehenden Bäumen und immer wieder rollen Kutschen mit großen Laubhaufen beladen Richtung Stadtrand vorbei. Willington und Furthermore, versteckt hinter ihren großen Zeitungen, sitzen auf einer alten grünen Bank inmitten des Bryanston Squares, einem kleinen Park in der Nähe ihrer gemeinsamen Wohnung in der Crawford Street. Trotz des fortgeschrittenen Jahres ist es ein für Londoner Verhältnisse schöner Tag. Die Sonne scheint und gelegentlich lassen sich sogar Vogelstimmen vernehmen. George? Ja, mein Guter? Alles geht vor die Hunde. Ich lese es. Sie hatten ja wirklich nun vor, die Stadtbahn zu erneuern. Und was tun Sie? Nichts. Nichts. Die Pferde sind alt, alles ist voller Kacke. Es ist furchterregend. Nicht nur das auf Seite 3. Hast du das gelesen? Die Bäckerei wechselt schon wieder den Besitzer. Vorne bei uns an der Ecke. Nur die Qualität wird auch nicht besser. Definitiv. Außerdem waren die Brötchen immer nur lauwarm. Und lauwarme Brötchen, ganz ehrlich, das muss nun nicht sein. Ansonsten irgendwas Spannendes. Was sagt denn die Todesanzeige? Na, ich glaube, von denen kenne ich keinen. Oh, Rutherford ist tot. Das war der Schwäger des Priesters, glaube ich. Ich meine ihn einmal. War er nicht beim Bridge-Spielen dabei? Ich denke schon, er war mal beim Bridge-Spielen dabei. Bestimmt vor 3 Monaten. Das ist möglich. Aber ansonsten. Seine Cousine wird außer sich sein vor Trauer. Oh, definitiv. Was sie wohl bei der Beerdigung tragen wird. Sie hat immer so einen ausgefallenen Kleidungsstil. Wobei, heute muss immer alles kürzer werden. Dass die gar nicht frieren. Ja. Außerdem, ganz ehrlich, wir müssen nicht alle ihre Knöchel sehen. Ich plädiere immer dafür, Knöchel gehören ins Schlafzimmer, nicht auf die Straße. Ja, absolut. Lasst eure Knöchel zu Hause. Nehmt sie erst gar nicht mit. Was braucht ihr sie überhaupt? Na gut, was steht heute eigentlich an? Morgen. Wie spät haben wir es denn? Es dürfte mittlerweile schon... Warte mal, ich will mal... Eigentlich Zeit für den Tee sein, oder nicht? Ja, es ist, es ist 8:30. Ich glaube, wir sollten aufbrechen. Höchste Zeit. Ich hoffe, die Haushälterin hat es diesmal geschafft, einen warmen Tee... Heutzutage wird auch alles immer lauwarmer. Die Brötchen, der Tee. Ja. Stell dir vor, übrigens, gestern, als du weg warst, hat sie es geschafft, den Tee ohne Milch zu servieren. Sie hat gesagt, Leute trinken das heute so. Ach, die Leute trinken das jetzt so, ja? Nun... Sie weiß doch, dass wir das schon seit Jahren nicht so machen. Wieso sollten wir uns auf einmal ändern, nur weil die Leute das für richtig halten? Na gut, dann... Lass uns aufbrechen. Wenig später schlendern Willington und Furthermore mit einer gut gefüllten Tüte Bonbons über die breite Crawford Street und deren saubere Bürgersteige auf die Nummer 81 zu, dessen dunkelgrünes Erdgeschoss und die 3 darüber liegenden roten Etagen aus den ansonsten backsteinfarbenen Häusern der Straße herausstechen. 2 Türen, eine links, eine rechts, führen in das wohlhabend wirkende Haus. Neben der linken prangt ein neu angebrachtes Messingschild. Willington und Furthermore. Der Diktei. Ein kleiner, ungewaschener Junge mit grauer Kleidung und Schiebermütze steht vor dem Messingschild und versucht, dieses zu entziffern. In seinen Händen hält er einen zerknitterten Brief. Die näher tretenden Willington und Furthermore bemerkt er nicht. Hast du den schon irgendwo mal gesehen? Nein, aber er sieht verdächtig aus. Vielleicht ist er ein großer Fan von Messingschildern. Unseres ist ja nun eins der besten. Es ist auf jeden Fall das Beste in dieser Straße. Hast du übrigens das neue Messingschild gesehen von diesem Stümper 2 Straßen weiter? Ach, ganz fürchterlich. Der Diktei. Was für eine billige Kopie. In geschnörkelter Schrift. Kursiv. Kursiv. Wer schreibt kursiv auf einem Messingschild? Warte mal. Entschuldigen Sie, wir müssen durch, ja? Wir wohnen hier. Gehen Sie mal zur Seite. Sind Sie
Furzerfall? Nein, ich bin nicht Furzerfall. Geh jetzt mal, wo ist denn mein Schlüssel? Na, da. Ja, Entschuldigung. Ja, dann gehe ich halt hier die Treppen. Und sind Sie Furzerfall? Nein, mein kleiner dreckiger Junge, auch ich bin nicht Furzerfall. Warte hier auf den Brief. Willington? Willington. George Willington. Ja, wie auch immer. Ist das die richtige Adresse? Hier, schaut mal. Ah, dann gib mal her den Brief. Ja, das sieht tatsächlich nach unserer Adresse aus. Aber die Namen sind falsch geschrieben. Da steht tatsächlich Furzerfall. Ja, das hab ich da drauf geschrieben, um mir die zu merken. Die wurden mir nur gesagt. Hier draußen wird es etwas neblig. Wir werden unser Gespräch einfach drinnen. Walter, wann hast du dich das letzte Mal gewaschen? Vor einer Woche. Aber ich muss jetzt auch weiter. Ich will nicht mit reingehen. Ach so. Ah, das. Warum bist du nochmal hier? Ich habe den Brief persönlich überbracht. Aber einen Schilling würde ich nehmen. Wofür? Oh, der Brief natürlich. Ein Schilling. Warte. Ja, hier hast du einen Schilling, bitte. Und nun geh. Tschüss. Übrigens, George. Ja? Wir sollten unsere Tümer endlich ölen lassen. Und ja, ein wenig Öl wird ihr wohl wahrlich nicht schlecht tun. Warte, ich muss ganz kurz den Schlüssel umdrehen. Nach euch, Furthermore, nach euch. Willington! Sie hat aufgehört. Mrs., wir nehmen unseren Tee im Arbeitszimmer ein. Und wenn Sie so gut wären, diese Drops noch auf das Blech zu legen. Ja, selbstverständlich. Ich wische noch kurz den Flur zu Ende, während das Wasser kocht. Dann kommen die neuen Aufträge. Hauptsache, Sie beeilen sich. Wir sind schon eine halbe Stunde zu spät dran. Endlich sitzen! Oh. Oh, der Weg vom Park hierher ist auch viel zu lang. War der schon immer so lang? Im Umweg durch Bonbons ist er etwas weiter geworden. Nun lass doch mal den Brief herüberwachsen, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Ja, ich gebe ihn euch ja schon, ihr seid nicht so ungeduldig. Dankeschön. Na, dann mal lesen, was hier so steht. Furthermore nimmt den Brief ungeduldig entgegen und liest den Absender laut vor. Mrs. Whitfield, langjährige Freundin des Hauses und unangefochtene Bridge-Meisterin. Vorsichtig öffnete er den mit silbernen Wachs versiegelten Umschlag und entfaltet das Schreiben. In großen, schwungvollen Buchstaben steht dort: An die Herren Willington und Furthermore. Ich hoffe, die Herren haben in den vergangenen Tagen ausgiebig die angenehme Herbstluft genossen. Ich schreibe Ihnen jedoch nicht aus freudigem Anlass. Kürzlich empfing ich einen zutiefst beunruhigenden Brief. Stellen Sie sich vor, mein Bruder lässt mich wissen, er liege im Krankenhaus. Allerdings muss ich an dieser Stelle vage verbleiben und möchte Ihnen die Situation genauer erläutern, vor allem mit Details, die es mir nicht zulassen, Sie in einem Brief zu schreiben. Hoffnungsvoll verbleibend, Mrs. Whitfield. Mit Details, die es mir nicht zulassen, Sie in einem Brief zu schreiben. Darum bitte ich um ein baldiges Treffen. Ziemlich geheimhistorisch, oder? Ja, das wirkt verdächtig. Aber zum Glück haben wir heute eh nichts mehr vor. Oder meint ihr, wir sollten bis morgen warten? Wir sollten uns heute treffen. Ich werde gleich einen Boten rüberschicken. Dann tun wir es so. Mrs.! Ja, die Herren, hier ist übrigens das heiße Wasser mit Blättern darin. Tee, hier, bitteschön. Und die Milch, Mrs.? Milch, ja, ist in der Küche. Einen Moment, bitte. Oh, hier, ja, ich stelle das Tablett kurz hierher. Und jetzt hole ich die Milch, ja.
Auch die Blumen müsste ich auch mal wieder gießen. Ach, herrje. Und hier ist auch... Das ist das letzte Mal, dass ich mir die alte Haushälterin meiner Schwester aufschwatzen lasse. Mrs. die Milch! Die kommt doch schon. Oh, völlig vergessen. Können Sie noch meinen Terminkalender mitbringen? Ja, ich bringe den Milchkalender. Moment. Mr. Furthermore, wie lange halten wir das jetzt schon aus? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Ein Jahr. Wie lange wollen wir es noch aushalten? Oh, Mrs., vielen Dank. Hier ist der Terminkalender, hier ist die Milch und hier ist der Kalender, wo eingetragen ist, wann wieder neue Milch geliefert wird. Das ist übrigens jeden Morgen. Sehr, danke. Wir müssen nun arbeiten. Nehmt euch einfach den Rest des Tages frei. Oh, wie schön. Ja. Dann kann ich in den Park. Die Blumen sollen gerade schön sprießen. Ja, der Park ist sehr schön um diese Jahreszeit. Einen schönen Abend euch. Gut, es freut mich mitteilen zu können, dass heute komplett leer ist. Das bedeutet, dass wir Zeit haben. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir überprüfen sollten, ob diesem Brief eine geheime Botschaft hinzugefügt wurde. Ja, lass mich doch nochmal draufblicken. Ja, natürlich. Warte, ganz kurz, den noch ein bisschen gerade streiten. So gerade muss er nun auch nicht sein. Ja, bitteschön. Dankeschön. Nun, sie hat eine schöne Handschrift. Nur so viel sei gesagt. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass dieses Dokument mit rechts geschrieben wurde. Nun dann, ja, ich werde mal genauer den Text überprüfen, ob mir da irgendetwas auffällt. Ich denke da auch vielleicht an Zitronensaft oder... Wenn ihr mir 2 Sekunden Ruhe gönnen würdet, dann würde ich mir jetzt einmal kurz den Brief angucken. Ja, natürlich. Entschuldigung. Nun, jetzt wo ich nochmal die Zeit hatte, die mir genauer anzusehen. Diese Schrift... wirkt doch etwas zittrig, was mich verwundert bei ihrem Hintergrund. Gut, das könnte aber jetzt auch damit einfach zusammenhängen, dass unser guter Freund Whitfield, der Apotheker... im Krankenhaus liegt. Der Apotheker, genau. Im Krankenhaus. Aussetzer. Genau, im Krankenhaus liegt und dementsprechend, wir wissen ja auch nicht, aber es scheint ja auch nicht so schlimm zu sein, ansonsten hätte sie ja auch Bescheid. Sollten wir eigentlich den Apotheker besuchen oder sollten wir sie besuchen? Ich lese noch einmal. Wir sollten Sie besuchen. Ah, okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einen Dienstboten schicken und ausmachen heute um Punktschlag 6. Punktschlag 6. Lass mich kurz auf meine Taschenuhr gucken. Ja, wir trinken noch in Ruhe den Tee aus und dann sollte das passen. Ein Bote holt den Brief ab und bringt schon kurz darauf ein Antwortschreiben mit einer genauen Anweisung. Wir haben noch... ungefähr eine halbe Stunde. Ich ringe nun mit der Frage, ob ich mich extra umziehen sollte. Ist das ein Anlass, der eine besondere Ausgehuniform mit sich zieht? Muss ich in irgendeiner Weise besonders aussehen oder werde ich so nonchalant, wie ich jetzt gerade aussehe, dorthin gehen? Mr. Furthermore, mit jedweder Bemühung seht ihr besonders aus. Dankeschön. Eure Fliege sitzt heute auch wieder sehr gut, wenn ich das sagen darf. Dann ist ja großartig. Ich denke, wir sollten uns von dannen bewegen und ich überlege immer noch, Kutsche oder lieber zu Fuß? Lasst mich einmal kurz die Vorhänge beiseite schieben. Es sieht nicht aus, als würde es die nächsten 10 Minuten regnen, aber wir sind in London, das kann sich jederzeit ändern. Gut, der Regenschirm ist es also. Braun, schwarz könnte zu sehr nach Beerdigung aussehen, oder? Wenn ja, das ist ja. Braun hingegen könnte wieder ein bisschen, ich glaube, ich gehe mit schwarz und hoffe, dass die weiße Fliege das Ganze wieder ein bisschen auflockert. Ich rieche ein Abenteuer. Ich rieche es förmlich vor uns. Die Tage des langweiligen Rumsitzens sind vorbei. Nichts gegen den Park, aber der Park kann auch nur so viel an Spannung bieten. Und ganz ehrlich, mittlerweile habe ich angefangen, den Vögeln einzeln Namen zu geben und sie dann für die Namen zu verspotten. Und das ist etwas langweilig geworden. Dementsprechend, auf geht's. Auf geht's. Halt, stopp! Vorher muss ich noch einen dieser köstlichen Bonbons essen. So, jetzt bin ich bereit. Das Haus der Mrs. Whitfield steht etwas abseits der durchgängigen Fassaden in der King Street. Ein kleiner Garten wird durch einen weißen Zaun von der Straße abgetrennt, in dessen Mitte ein Tisch zum Verweilen einlädt. Um ihn herum sprießen ausgewählte Zierpflanzen empor.
Ein grauer Kiesweg führt durch die Blumen zur roten Eingangstür, an der ein einfacher gusseiserner Türklopfer befestigt ist. So, jetzt noch den Türklopfer und dann sollten wir jede Sekunde reingelassen werden. Ah, ja, ja, es freut mich. Es freut mich, dass ihr kommen konntet. Ah, Mrs. Whitfield. Ich bedauere sehr die Umstände, unter denen wir uns sehen müssen, aber lasst mich euch sagen, dass diese Bluse ganz fantastisch aussieht. Vielen Dank. Ja, ich habe sie vor kurzem erst erworben. Bitte tretet doch ein, dann müssen wir hier draußen nicht so zwischen Tür und Angel. Es soll Unglück bringen über die Türschwelle hinweg. Einen Moment, ich mache die Tür noch ein bisschen weiter auf. Danke. Welches Zimmer setzen wir uns? In das Esszimmer oder in das Wohnzimmer? Gerne direkt ins Esszimmer. Ich habe das Essen schon fertig. Meine Güte, sind das viele Gabeln. Vier Gabeln. George, es gibt vier Gabeln. Es gibt vier Gabeln. So viele Gabeln haben wir auch. Insgesamt. George, es gibt einen Messerlöffel. Es gibt einen Messerlöffel. Es gibt drei Gläser. Es gibt zwei Tassen. Es gibt einen tiefen Teller, einen kleinen Teller und einen großen Teller. Lass mich einmal kurz, ich muss ja ein bisschen Platz schaffen. So, die tiefe Schale kommt dahin, der kleine Teller kommt dahin. Und jetzt kann ich auf jeden Teller etwas drauffüllen. Es wäre großartig, eine Anleitung für diese ganzen Teller zu bekommen. Ich bin der Überzeugung, dass ein großer Löffel für jedes Gericht ausreichend ist. Wahre Worte. Oh, hallo, ja. Nun, bitte fang doch erst einmal an zu essen. Nun, aus welchem Grund sind wir denn nun hier? Das ist das Problem, weswegen ich euch hergebeten habe. Das, was ich in dem Brief geschrieben habe, das ist alles so passiert. Ich habe den Brief von ihm bekommen, in dem steht, dass er ins Krankenhaus musste. Und auch, dass es mich irritiert hat, dass ich diesen Brief bekommen habe, weil er mir seltenst schreibt, selbst wenn etwas Wichtiges passiert. Ich meine, er war zwischendurch einmal kurze Zeit verlobt, bevor seine Verlobte dann wieder wegrannte oder durchgebrannt ist. Selbst diese Verlobung hat er mir nicht mitgeteilt. Also er war nicht der mitteilungsfreudigste oder ist, ich hoffe ist. Ihr merkt schon an meinen Wortfindungsschwierigkeiten, dass ich einige Bedenken habe. Ich habe ihn nämlich im Krankenhaus besucht, beziehungsweise wollte. Ihr seht vielleicht am Briefpapier hier, ich habe den Brief nochmal für euch. Ihr seht vielleicht am Briefpapier, der Brief kommt von St. Mary's Hospital. Aber ich bin dort gewesen und die Dame an der Rezeption hat mir gesagt, keine Whitfield ist dort eingeliefert worden. Nun, wie der Zufall so will, sind Briefe mein Fachgebiet. Gebt ihn mir doch einmal kurz rüber. Sehr gerne. Ah ja, da steht auf jeden Fall das Krankenhaus. Der Text wirkt auch nicht weiter verdächtig. Vielleicht sollten wir mal zwischen den Zeilen lesen. Nun, wir haben einen Schnitt, eine leicht unsaubere Kante am Briefpapier. Wahrscheinlich wurde das Papier mit einer älteren Maschine geschnitten. Ein leicht säuerlicher Geruch. Ach, ich lasse mich ablenken. Ich sollte mich auf den Text konzentrieren. Was steht denn hier? Ja, ich, James Whitfield, Krankenhaus, da. Unterschrift. Seltsam. Ich hatte mal ein Schriftwerk von ihm gelesen, doch das sah anders aus. Mr. Furthermore, mögt ihr einmal einen Blick drauf werfen? Hier, nehmt den Brief. Danke. Könnt ihr euch daran erinnern? Wir hatten mal eine Einladung zu einer Lesung von ihm bekommen. Die hat er ebenfalls schriftlich verfasst. Ja. Heidnische Pflanzen und ihre Wirkungen. Ein etwas bizarrer Abend. Gab es da nicht diesen Wurzeltrunk? Es gab diesen Wurzeltrunk. Es gab einen Wurzeltrunk. Doch darum geht es mir gerade nicht. Die Schrift. Ja. Mr. Furthermore, die Schrift. Fällt euch etwas auf? Wenn ich jetzt die Originalschrift hätte. Schon gut, lasst es mich auch einfach verraten. Sonst sitzen wir morgen früh noch hier und das Essen ist kalt. Es ist nicht seine Schrift. Oh. Seht ihr? Oh. Dieses E. Ah. Der Schlenker. Er ist viel zu klein. Und an diesem G hier könnt ihr eine leichte Verschmierung sehen. Das Schriftstück wurde eindeutig mit links geschrieben. Dabei ist unser Freund James Whitfield Rechtshänder.
eindeutig Rechtshänder, was wir natürlich wissen, weil er doch einst auf seine eigene Brust sich seinen Namen hat tätowiert, um sich immer daran zu erinnern, und zwar spiegelverkehrt. Und bei der Tätowierung den kompletten Schriftzug so doll verspielt hat, dass er heute ihn nicht mehr lesen kann. Aber Mrs. Whitfield, Sie sagten, Sie seien im Krankenhaus gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ganz richtig. Und ihr hattet nachgefragt, ob dort James Whitfield liegt. Ganz genau, ja. Es war aber keiner vermerkt. Nein, auch die Tage davor nicht und auch nichts Geplantes. Ist es möglich, dass er unter einem Künstlernamen tätig wurde und er darunter vielleicht eingeliefert wurde? Nicht, dass ich wüsste. Meiner Meinung nach hat er auch niemals einen Künstlernamen benutzt. Das Essen war natürlich vorzüglich. Ich glaube aber, wir müssen jetzt uns langsam, wie sagen die jungen Menschen das immer, auf die Socken machen. Es hatte was mit einem Kleidungsstück zu tun. Auf die Socken machen. Das bedeutet, wir müssen uns, glaube ich, beeilen. Denn wenn wir heute noch zum Krankenhaus wollen und selber noch mal nachschauen wollen, dann haben wir noch ein gutes Stück Weg vor uns. Immerhin liegt das St. Mary's fast 20 Minuten Fußweg von hier entfernt. Lasst uns das am besten direkt in der Kutsche ausdiskutieren. Wir bedanken uns trotzdem, Mrs. Whitfield, und wir werden uns natürlich umgehend um dieses Problem kümmern. Und logischerweise müssen Sie uns dafür, wie sagen es die Jungen, es hatte was mit einem Gaul zu tun. Sie müssen uns nicht begaulen. Sie müssen uns nicht Beeseln? Berappen! Berappen müssen Sie uns nicht. Ja, genau. Sie müssen uns nicht berappen. So sagen es, glaube ich, die jungen Leute heutzutage. Nun, Mrs. Whitfield, vielen Dank, dass Sie uns zur Tür begleitet haben. Und falls es noch irgendwelche Fragen gibt, schreibt mir gerne noch eine Nachricht oder schickt einen Boten und ich kann es euch beantworten. Ich bin auch bei ihm zu Hause vorbeigegangen, aber seine Haushälterin war gerade nicht da. Noch eine Sache, und zwar, wir bräuchten den Zweitschlüssel für seine Wohnung. Zweitschlüssel habe ich nicht. Können Sie uns den holen? Ich habe an der Tür geklingelt und es wurde nicht geöffnet. Oh. Hat irgendwer sonst einen Zweitschlüssel? Seine Haushälterin, aber die ist nicht jeden Tag in der Woche da. Wann ist sie denn da? So häufig bin ich nicht bei ihm zu Besuch gewesen, aber vielleicht wissen das die Nachbarn? Dann werden wir uns darum kümmern müssen. Nun, Mrs. Whitfield, im Falle, dass noch mehr daraus werden sollte, Sie sind über die Höhe unseres Honorars ja durchaus informiert. Ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Weißt du was, George, soll ich dir was sagen? Ich glaube, damals sind die Kutschen auch sanfter gefahren. Mittlerweile sind überall schon wieder ein Schlagloch. Ich hoffe, dass meine Niere noch genau da sein wird, wo sie einst war, bevor wir in diese Höllenkutsche gestiegen sind. Was hältst du von dem Ganzen? Ich glaube, ihr seid einfach nur alt. Ich meine jetzt nicht von der Höllenkutsche, ich meine doch natürlich von dem Fall. Ach so, ja. Nun, ja, das ist natürlich seltsam. Da müssen wir natürlich erstmal im Krankenhaus gewesen sein, um dann noch irgendwas sagen zu können. Wie gut kennst du eigentlich Mrs. Whitfield? Na, nicht so gut. Ich glaube, ich habe sie zuletzt gesehen im Sommer, als wir per Zufall auf demselben Bridge-Turnier waren. George, könnte es nicht auch eigentlich sein, dass er möglicherweise einfach davongefahren ist? Nun, wenn er aber fortgefahren ist, dann gibt es immer noch die Frage, woher dieser Brief kommt, der ja eindeutig nicht von James Whitfield geschrieben wurde. Nun, sehr richtig. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hinzufahren und nachzufragen. Aus einem blauen Schleier aus Regen und der sich langsam herabsenkenden Dunkelheit schält sich die Silhouette des St. Mary's Hospital. Vor dem Seiteneingang, reserviert für die Reichen der Stadt, stehen zwei große Kutschen, doch die Auffahrt mit dem dunkelbraunen, ungepflasterten Weg zum mächtigen Haupteingang liegt verlassen in der jungen, mondlosen Nacht. Nur zwei Gaslaternen direkt vor dem Eingang, über dem mit goldenen Lettern der Name des Hauses prangt, spenden ein wenig Licht. Schnellen Schrittes überqueren die beiden die im Regen langsam zum Bach werdende Pratt Street. Ohne zu zögern stößt Willington die Tür auf und tritt in die vornehm große Eingangshalle, deren Boden mit einem aufwendigen blau-weißen Mosaik in Form des Hospitalwappens der heiligen Jungfrau Maria geschmückt ist. Der breite, aus braunem Holz gefertigte Hauptschalter ist nicht besetzt, aber rechts in der Ecke, etwas verdeckt durch eine große Pflanze, steht der kleine Tisch des Nachtwächters. Mit festem Schritt passiert Furthermore den mit Sesseln aus Leder und mit grünem Samt überzogenen Sitzbänken ausgestatteten Wartebereich und steuert auf den untersetzten Wächter zu. Entschuldigen Sie? Ja? Guten Tag.
Guten Abend. Ich bin Remus Furthermore und das ist der gute George Willington. Willkommen im St. Mary's Hospital. Der Herr? Ja, wir haben eine Frage und zwar möchten wir sehr gerne James Whitfield besuchen, einen guten Freund von uns, den es wohl hingelassen hat. Einen Moment, lasst mich das einmal kurz nachschauen. Ich müsste das nachschauen können hier in diesem Buch. Wann ist er denn eingeliefert worden? Nun, darüber muss ich ehrlich gestehen, haben wir so nicht wirklich eine Information. Oder war das irgendwas vor einer Woche oder irgendwie, George? Ja, irgendwo in dem Zeitrahmen wird's gewesen sein. Ich glaube, was haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag, der Brief kam, das dürfte Montag oder Dienstag gewesen sein. Vor ein paar Tagen, also nicht allzu lange her. Dann schaue ich einmal kurz in diesem Buch nach. Einen Moment. Ja, hier, Whitfield. Keine Einschreibungen in diesem Buch. Es gibt noch, wenn Sie nicht genau wissen, wo er untergekommen ist, gibt ein Landhaus, in dem sehr wohlhabende Adlige unterkommen. Darüber führen wir hier kein Buch, um die Privatsphäre der Leute zu schonen. Ey, warten Sie ganz kurz. George, komm mal ganz kurz her. Kann ich ganz kurz den Brief haben? Brief? Ja, eine Sekunde. Lass mich einmal kurz in meiner Innentasche. Ja, hier, bitteschön. Ist es ein Problem, wenn ich den Brief ein wenig knicken werde? Ich denke nicht. Okay, dann ganz kurz. Und so. Ah, ja, entschuldigen Sie, wir mussten ganz kurz noch etwas suchen. Schauen Sie mal, ich habe eine Frage. Ist das der originale Briefkopf des St. Mary's Hospital? Ja, einen Moment, hier in der Schublade habe ich auch weitere Zettel davon. Ja, das ist genau unser Briefpapier, ja. Großartig. Wer darf denn diese Briefe alles benutzen? Dürfte ich zum Beispiel dieses Papier mit diesem Briefkopf benutzen? Nur wenn Sie hier arbeiten, im Auftrag des Krankenhauses einen Brief schreiben oder für unsere Gäste. Nur für die Gäste oder für die Personen, die hier arbeiten. Okay, kein James Whitfield hier. Kein James Whitfield in dieser Filiale? Wir haben, wie gesagt, noch das Landhaus für die höher gestellten Adligen. Ich denke, das könnten wir fast streichen. Allerdings, wo wäre denn, wenn James Whitfield ein Reicher? Die Vorstellung ist etwas grotesk. Naja, wo würden wir denn dann herausfinden, ob er nicht möglicherweise doch in dem Landhaus von Ihrem Hospital liegt? Das liegt im Norden, außerhalb der Stadt von London, ist aber relativ gut zu finden. Und eine weitere Filiale hätten wir noch, das wäre das Sanatorium, aber Sie sagten, dass er flach liegt. Von daher, das klingt nicht nach einer Krankheit, mit der man ihn dort einweisen würde. Nun, ehrlich gesagt, wissen wir nicht, was er hat. Ah, dann möglicherweise dort noch einmal nachfragen. Hier liegt er auf jeden Fall nicht ein. Vielleicht wärt ihr so gut, hier einfach auf der Rückseite uns einmal die Adresse aufzuschreiben? Sehr gerne. Vielen Dank. Nun gut, da wir hier nicht weiterkommen, wünsche ich Ihnen eine angenehme Nachtruhe. Nachtschicht, Ruheschicht, haben Sie einen schönen Abend. Vielen Dank. Und viel Erfolg noch bei der Suche. Eine Sache, ja. Natürlich, danke. Eine Sache noch. Also, passen Sie auf. Es ist nur so, ich spiele wöchentlich einmal mittwochs, einmal montags in einer Bridge-Runde. Und in dieser Bridge-Runde ist ein furchtbarer Mensch. Das können wir leider hier nicht behandeln. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe trotzdem eine Frage. Und zwar haben wir gewettet. Und wie viele Personen im St. Mary's Hospital arbeiten? Vielleicht 4 Dutzend. Ja, 4 Dutzend. Ja, gut zu wissen. Ja, schönen Abend noch. Nacht. Was auch immer. Vielen Dank, die Herren. Einen schönen Abend noch. Mr. Furthermore, jetzt, wo wir wieder draußen sind, mir ist etwas ganz Verdächtiges aufgefallen. Habt ihr gesehen, dieses Mosaik im Boden, das mit dem Symbol vom Hospital? Das ist euch doch bestimmt aufgefallen. Jedenfalls die eine Fliese hatte einen dezent dunkleren Blauton als die anderen. Spannend. Ich tippe auf Pfusch am Bau. Da war wohl jemand mit sehr schlechten Handwerkskünsten am Werk. Wirklich spannend. Nun aber vielleicht zu den wichtigen Sachen. Vielleicht sollten wir erstmal aus dem Regen raus. Die Kutsche da hinten, das ist unsere. So, erstmal.
Gott, endlich im Trockenen. So, zu den wichtigen Sachen. Wo fahren wir heute noch hin? Fahren wir zum Landhaus, fahren wir zum Sanatorium oder zu James Whitfield? Und, die Handschrift von dem Nachtwächter. Ist es zufälligerweise die Handschrift, die versucht hat, James Whitfields Brief nachzuahmen? Nein, nicht im geringsten. Ja, okay. In Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde würde ich sagen, dass wir das Sanatorium und das Landhaus für heute streichen können. Es wird wohl sein Heim werden. Ja, denke ich auch. Hast du dir aufgeschrieben, wo genau er wohnt? Langsam kommt die Kutsche zum Stehen. Draußen ist es vollkommen dunkel. Nur hin und wieder zeichnen die aus den kleinen Fenstern der gedrungenen Häuser kommenden Lichtstrahlen unruhige Schatten auf die schlammige Straße. Die Wolken haben sich noch weiter zusammengezogen und hängen als drohende, verschworene Masse über der Stadt. Dichte Nebelschwaden wälzen sich träge zwischen den Gebäuden durch die Seitengassen. Das Laub des einzigen Baumes der Straße, der mittlerweile kahl und nackt genau vor dem Haus von James Whitfield steht, liegt modernd zwischen Unrat verteilt auf dem Weg. Ein unangenehmer Geruch liegt in der Luft. Das Haus mit der Nummer 37 ist aus einfachem Holz gezimmert. Die Fensterläden hängen windschief in ihren Höhlen. Im untersten Stock brennt noch Licht. Das ist definitiv nicht so schön wie seine alte Wohnung. Achtung, nicht in den Pferdäpfel treten. Oh, ja, danke. Das klingt nicht gerade sehr vertrauenserweckend, aber okay. Okay. Ja. Guten Tag, guter Herr. Mein Name ist Remus Furthermore und das ist... George Willington. Guten Abend, der Herr. Wir beide sind gute Freunde von James Whitfield und wollten uns erkundigen, ob der gute James Whitfield zu Hause ist. Whitfield? Ja, Whitfield. Die Wohnung unterm Dach? Nein, ist nicht zu Hause. Könnten Sie uns vielleicht sagen, seit wann er nicht mehr da ist? Seit ein paar Tagen. Könnten wir eingelassen werden? Ihr wirkt ein wenig durcheinander, aber ihr wirkt nicht so, als hättet ihr kein Geld. Möglicherweise wäre ich bereit für... Na, für einen Pfund kriegt ihr den Zweitschlüssel. Mr. Furthermore, es ist Donnerstag. Ja. Kommen Sie hier, guter Herr. Sehr gerne. Kommt rein. Kommt rein, ihr Herren. Willkommen. Willkommen, willkommen. Gibt es hier irgendwo auch Licht? Bitteschön. Ah, eine Öllaterne. Danke. Diese Öllampe fügt sich ja ganz fantastisch in das Gemeinbild dieses Hauses. Den Weg nach oben findet ihr selber. Die Wohnung unterm Dach. Der Herr. So, dann schauen wir mal, ob der Schlüssel funktioniert. Oh, ja, doch. Hörst du das, George? Ich höre das Klicken des Schlüssels. Korrekt. Es klingt ziemlich rostfrei. Es klingt vor allem so, als wäre nicht abgeschlossen gewesen. Was? Oh. Oh. Ein ganzes Pfund für eine nicht abgeschlossene Tür. Hast du wenigstens deinen Gehstock dabei? Du weißt schon, den mit dem Degen. Hier, genau hier ist er. Sehr gut, dann wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß hier. Die Laterne, dein Degen hast du ja dabei. Ich werde hier bleiben und zuschauen, wie du dich machst. Mr. Furthermore, ihr werdet euch wohl niemals ändern. Dann gebt schon her. Öllaterne, jetzt her damit. So, und hinein in die gute Stube. Mr. Whitfield. Mr. Whitfield? Langsam schwingt die Holztür auf. Sofort stößt den beiden ein beißender Gestank aus Schimmel und Verwesung in die Nase. Durch die mit Lumpen verhängten Fenster im Erker fällt kaum Licht. Mitten durch das Zimmer führt der aus einfachen Steinen gebaute Kaminschacht. Langsam tastet sich der Schein der Öllampe über den Boden, auf dem überall Wäsche achtlos verstreut wurde. Ein umgekippter Stuhl liegt neben einem alten, mit Dokumenten überhäuften Sekretär, der links unter der Dachschräge steht. Nach rechts versperrt ein einfacher Raumteil an den Weg. Hinter ihm liegen umgefallene Regale. Darum herum kleine Glasampullen und Reagenzgläser. Ganz in die Ecke gedrückt steht ein einfaches kleines Bett mit lediglich einer unbezogenen Decke darauf. Der Bezug liegt in Fetzen daneben auf dem Boden. Neben dem Bett, wohl mal als Sichtschutz gedacht, steht ein leeres Regal. Ach, beim Herrn, dieser Gestank! Mr. Furthermore! Mr. Furthermore! Kommt herein! Ja. Lasst mich einmal, ich muss eine Kerze suchen, es ist so dunkel hier. Früher hatte er doch in dieser Kommode links oben seine Kerzen. Ach ja, da ist eine Kerze. Hier, nehmt sie. Danke.
Ich muss erstmal die Fensterläden öffnen. So. Ja. Das sind auch nicht mehr die besten. Der arme Mr. Whitfield. Wo ist eigentlich sein Bett? Ah, da. Immerhin liegt keiner drin. Wusstest du, dass sowas übrigens auch gerade modern wird? Zimmer sind übrigens etwas für alte Menschen. Heutzutage wird es bevorzugt, dass alles offen und weit ist. Ich fühle mich sehr wohl mit meinen Zimmern, vor allem, weil sie nicht so riechen. Aber bei dem Müll hier ist es ja auch kein Wunder, wenn sich hier die Ratten eingenistet haben. In der Tat. Wir sollten außerdem auch nochmal unters Bett schauen. Ich würde sagen, du nimmst die linke Seite und ich nehme die rechte Seite. So machen wir es. Speziell auf deiner Seite, da sollten wir vor allem nach einem Kalender suchen. Mr. Furthermore, ich glaube, Sie vergessen, dass Sie mit einem Profi zusammenarbeiten. Lasst mich nur machen. Niemals. Mit einem Profi und dazu sei auch gesagt, mit einem sehr gut aussehenden Profi. So. Die brennende Kerze vor sich halten, wendet sich Remus Furthermore nach rechts. Vorsichtig steigt er über die umgekippten Regale und Register. Glassplitter knirschen unter seinen Schuhen. Hier wird der Verwesungsgestank immer stärker. Mit gespitzten Fingern hebt er eine alte zerrissene Hose auf und durchsucht die Taschen. Doch, zu seiner großen Enttäuschung, fördert er nur 2 Pennies zutage. Plötzlich fällt sein Blick auf einen großen dunklen Fleck. Langsam nähert er sich dem Bett und dem daneben stehenden Regal und muss seinen Atem anhalten. Vor ihm auf dem Boden breitet sich ein vertrockneter Blutfleck aus. Überall an den umherstehenden Möbeln sind Spritzer zu erkennen. Wellington derweil durchsucht die Dokumente auf dem Sekretär. Wahllos ist hier alles versammelt, was die Schriftwelt hervorgebracht hat. Neben Broschüren für Pubs, alten Zeitungen und handgeschriebenen Rezepturen für Durchfallerkrankungen findet er eine Reihe von Briefen, von denen der oberste keinen Poststempel aufweist. In dem Briefwechsel zwischen Mr. Whitfield und einem Dr. Daniel Black geht es um eine neu entwickelte Medizin. Schlussendlich öffnet Wellington den obersten Brief und sofort erkennt er die markante Handschrift des Apothekers. Whitfield erzählt von einer Krankheit, die ihn plagt. Wohl nach den Worten Mr. Whitfields eine Lungeninfektion. Überschwänglich bedankt er sich für die ihm zugesandte Medizin, berichtet aber auch von merkwürdigen und immer stärker werdenden Nebenwirkungen, von Kopfschmerzen und von Gedächtnisverlust. Er endet mit den Worten: Hochgeschätzter Daniel, ich weiß nicht mehr, wie mir geschieht. Hiermit möchte ich abermals um Ihre Hilfe bitten. So, dann zum Schreibtisch über die Klamotten. Zettel, Briefe. Ausgelaufenes Tintenfass. Lass mich mal auf die Briefe gucken. Hustensaft, krank. Aha. Mr. Furthermore, es schien ihm schlecht zu gehen die letzten Tage. Ich glaube, uns geht es auch gleich schlecht. Was habt ihr gefunden? Kannst du mir ganz kurz deine Handschuhe zuwerfen? Ich befürchte, ich habe meine nicht dabei. Eine Sekunde, hier, ja, hier, nehmt sie. Danke. Oh, Entschuldigung, du kommst vielleicht lieber erstmal hierher, denn ich befürchte, ich habe den Ursprung gefunden. Es handelt sich um ein dahingeschiedenes Lebewesen mit einem Pelz und ich befürchte fast möglicherweise, ich habe seine Katze gefunden. Wobei ich nicht genau weiß, ob er eine Katze hat, aber vielleicht, sieht selbst. Ja, lasst mich einmal einen Blick. Oh, das stinkt ja erbärmlich. Ich bin leider kein Experte, was Tiere angeht. Mich haben schon immer mehr Pflanzen interessiert, aber es hat Haare. Stinkende, verklebte Haare. Ja, nehmt meine Handschuhe, wenn ihr danach neue kauft, aber macht es weg. Nun, durch ein Tuch vor der Nase vor dem Gestank geschützt, nähert sich Furthermore der Blutlache auf dem Boden. Im schwachen Schein der kleinen Kerze kann Remus etwas unter dem Regal erkennen. Furthermore zieht mit den Handschuhen unter mehrfachem Rucken, was das Regal bedrohlich wanken lässt, nicht einen, nicht zwei, sondern 4 tote Körper unterschiedlichster Tiere hervor. Eine Katze, 2 Ratten und ein Waschbär. Nachdenklich betrachtet er die Tiere. Ja, ich glaube, muss ich ganz kurz das hier, das wurde hier runtergeschoben. Oh Gott. Es sind Tiere. Es ist fast ein ganzer Zoo. Also an die Katze kann ich mich erinnern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er einen Waschbär hatte. An die beiden Ratten vielleicht schon. Oh. Und alles ist voller Maden. An die kann ich mich auch nicht erinnern. Mr. Furthermore, ich habe euren starken Magen schon immer bewundert.
Aber wärt ihr so gut, sie jetzt zu entsorgen? Au contraire, mein Guter, au contraire. Komm mal ganz kurz rüber. Bin mir nicht sicher. Ja. Wir machen es anders. Stell doch bitte einfach die Lampe dort vorne ab. Ja, danke. So, bisschen weiter nach rechts. Bisschen weiter. So, ja. Dankeschön. Ja, ich befürchte, wir müssen natürlich erstmal ein bisschen sie untersuchen. Was für Bissspuren sind denn das? Hatte James Whitfield einen Hund? Nein, er hatte doch eine Katze. Er hatte eine Katze. Er hatte eine Katze und irgendwas anderes. Und irgendwas anderes Merkwürdiges, irgendeine Bergziege oder sowas. Aber ich glaube, die Bergziege haben wir auch irgendwann gegessen. Nein, die Bergziege ist aus dem dritten Stock herausgesprungen. Ich erinnere mich, es war eine faszinierende Geschichte. Sie traf den Milchmann auf seinen Kopf, der bis heute deswegen eine Sonderrente von James Whitfield. Ah nein, das hat er komplett bezahlt, weil der nämlich verstorben war. Eine tragische Geschichte. Doch gar nicht so witzig, eher tragisch. Vielleicht jetzt wieder zu den akuten Problemen. Ja, Entschuldigung, natürlich. Wir haben hier, Furthermore geht die vor ihm aufgereihten kleinen Körper durch. Sie alle sind furchtbar zugerichtet. Das Fell der Katze ist blutverklebt, den Waschbären wurden große Fleischstücken aus seinem Bauch gerissen, die Ratten aber sind am schlimmsten zugerichtet. Ihre leeren Augenhöhlen glotzen starr an die Decke. Es handelt sich eindeutig um Bissspuren. Da, siehst du das? Bei dieser Bissspur. Die beiden linken und die beiden rechten Zähne, wie weit sie auseinanderstehen. Das ist eindeutig kein menschliches Gebiss, aber auch kein Hundegebiss. Ich habe das noch nie gesehen. Und hier, bei den Ratten, sie sind komplett zerschmettert. Was auch immer das angestellt hat, das muss unglaublich wütend gewesen sein. Komm mal her, sieh mal hier, selbst bei diesem kleinen Knochen hier, siehst du das? Lass dich einmal, der ist ja total zertrümmert. Ja, was auch immer das angerichtet hat, muss auf jeden Fall sehr kräftig und recht groß gewesen sein. Es sind zwar Ratten, aber um selbst eine Ratte so zuzurichten, braucht es einiges an Kraft. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie unter diesem Regal waren. Ich meine, wir reden hier von James Whitfield. Ja, es sieht auch eigentlich unserem Freund Whitfield gar nicht ähnlich, so unordentlich zu sein. Warum hat er sie nicht einfach aus dem Fenster geworfen? Meine Rede. Aber vielleicht sind sie umgebracht worden, nachdem er verschwunden ist. Nun, was hast du denn gefunden? Ja, wie ich schon, seit einigen Minuten jedenfalls versuche euch mitzuteilen. Folgendes. Es ging ihm offensichtlich schon längere Zeit nicht mehr gut. Er hat hier, wie du siehst, einen Briefwechsel gehabt, scheinbar mit einem Freund, in dem er ihm davon berichtet, dass es ihm zunehmend schlecht ging. Und hier haben wir sogar den letzten Brief, den er noch schreiben wollte. Na, geschrieben hat er ihn ja, aber den er abschicken wollte und offensichtlich nicht mehr getan hat. Hier oben, da steht der Empfänger, Dr. Daniel Black, aber hier steht keine Adresse drauf. Mr. Furthermore, ja. Ist euch ein Dr. Black bekannt? Dr. Black. Nein. Na, ich bin auch etwas verwirrt. Ich würde eigentlich sagen, dass ich einen relativ guten Blick auf alle aktuellen Professoren und Doktoranden gehabt habe, aber dieser Name ist mir nicht untergekommen. Übrigens können wir, glaube ich, jetzt die armen Tiere entfernen. Ich bitte darum. Ich werde mich in der Zeit noch ein bisschen umsehen. Tu das. Bevor ich es vergesse. Hier, schau mal. Am Regal sind eindeutig Kratzspuren. Na, ich werde mir das mal ansehen. Jetzt bringt die Tiere runter. Ich werde euch dann berichten, was ich herausgefunden habe. Ja. Ich nehme sie ja schon. Bis gleich. Ja, hier die Kratzspuren. Deutlich von einem Tier. Zu groß für eine Katze. Das heißt, das arme Tier, was ich gerade runtergebracht habe, kann es nicht gewesen sein. So, die Tiere sind erfolgreich unten beigesetzt worden. Ich denke übrigens, unser großartiger Schlüsselmeister schläft schon. Das Licht ist jedenfalls aus.
wir hatten deinen Brief. Entschuldigung, dein Brief. Da war was dazwischen gekommen. Dr. Daniel Black. Dr. Daniel Black. Das sollten wir möglicherweise versuchen, morgen herauszufinden. Ich werde die Briefe einfach einpacken, so in meine Innentasche. Und immer noch wichtig, wir haben immer noch keinen Kalender gefunden, oder? Ein Notizbuch. Ich meine, ein Apotheker wie James Whitfield sollte doch alles aufgeschrieben haben, was er gefunden hat. Hast du irgendwas? Nein? Aber was hast du denn da in der Hand? Nun, als ihr gerade unten wart, habe ich nochmal die Gelegenheit genutzt. Hier in der Schublade vom Schreibtisch habe ich eine Kerze gefunden. Dieser Zettel war dabei. Hier, ich lese es dir vor. Du weißt, dass du immer auf uns hoffen kannst. Stelle diese Kerze in dein Fenster, wenn du unsere Hilfe brauchst. Die Handschrift gehört weder Dr. Black noch Herrn Whitfield. Ich erkenne sie nicht wieder. Du weißt, dass du immer auf uns hoffen kannst? Stelle die Kerze in dein Fenster, wenn du unsere Hilfe brauchst. Wenn du unsere Hilfe brauchst. Ist irgendwas noch auf dem Zettel irgendwas drauf? Irgendeine Unterschrift oder irgendein Zeichen? Kein Zeichen, kein Siegel. Ich riech einmal. Riecht auch nicht nach Zitrone oder ähnlichem. Nein, das ist scheinbar nur diese Notiz. Gib mal vielleicht die Kerze ganz kurz her. Ich werde sie mal genauer anschauen. Hier, nehmt sie. Danke. Danke. Es ist eine ganz normale Kerze. Nicht eingeritzt, nichts draufgeschrieben. Warte mal. Nicht mal besondere Qualität. Das Wachs ist auf jeden Fall aus nicht allzu gutem Fett gezogen worden. Wie sie in jedem größeren Handel zu kaufen ist. Vielleicht hatte Mr. Whitfield ja einen Freund, dem er von seiner Krankheit erzählt hat. Wie ich dir erzählt habe, hier in den Briefen steht ja, dass es ihm zunehmend schlechter ging. Jemand, der ihm vielleicht Tee kochen möchte, wenn er nicht mehr aus dem Bett kommt? Nun aber, ein Freund, der mir Tee kochen möchte, dem hinterlasse ich eine Notiz an meiner Tür und keine Kerze im Fenster. Eine Kerze im Fenster ist ein geheimes Zeichen. Eine Kerze im Fenster wirkt nach Geheimbund, nach Verschworenen, von denen nur die Auserwählten genau wissen, was die Kerze bedeutet. Ich werde auf jeden Fall mal in der Geschichte von London nachschauen. Vielleicht finde ich ja dort etwas zu Kerzen in Fenstern. Was auch immer es heißen mag. George, ich glaube, das ist definitiv ein Fall. Einen Fall, wie wir ihn schon seit Monaten nicht mehr hatten. Ich bin gespannt, was unsere Recherchen da noch ergeben. Ich werde mich daran machen, diesen ominösen Dr. Daniel Black mal auf die Spuren zu kommen. Sehr gut. Aber ich denke, wir sollten langsam gehen, denn ich glaube, unser Kutscher wird langsam nervös. Nur noch schnell die Fenster zu machen. Wir sollten auch die Tür abschließen, wenn wir sie verlassen. Nicht, dass hier noch jemand reinkommt. Oh, eine Sache noch. Entschuldigung, ich noch mal ganz kurz mit der Kerze hierher. Ja, hier, nimm sie. Das Schloss. Mit der Kerze in der rechten Hand beugt sich Furthermore zum Schloss herunter und betrachtet es von beiden Seiten grübelnd. Immer wieder streicht er mit seinen Fingern über die Oberfläche des Metalls. Das einfache aus Eisen gearbeitete Schloss weist lediglich von außen um das Schlüsselloch herum kleinere Kratzspuren auf. Von innen sind kaum Gebrauchsspuren zu erkennen. Siehst du das? Keine Einbruchsspuren. Lediglich hier und hier leichte Abschürbungen, die aber wohl wirklich von einem Schlüssel herrühren. Wer auch immer dieses Chaos angerichtet hat, hatte wohl einen Schlüssel. Aber wir haben selber herausgefunden, den Schlüssel zu bekommen ist kein großes Problem. Es ist also alles noch sehr, sehr mysteriös. Hallo YouTube, ich bin Bini und das war sie, die erste Episode von Willington und Furthermore. Falls ihr herausfinden wollt, warum das kein ganz normales Hörspiel ist, dann klickt auf dieses Video. Falls ihr einfach nur zu meinem YouTube-Kanal kommen wollt, klickt hierhin, warum auch immer. Unten in der Videobeschreibung gibt es übrigens einen PayPal-Link für alle, die dieses Projekt unterstützen wollen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Willington.